Hosch, gell, Dennis bei Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um mein. Bei dem letzten Video haben wir ja gesehen, hier hinten hat er einen Unfall gehabt. Ja, also nicht auch so einen kleinen Unfall gehabt. Ich habe den Wagen ja nicht so angeschaut. Ehrlich gesagt, 500 Euro, da kann man nichts falsch machen. Egal was für ein Zustand, kauft man so ein Auto. Und wenn du auch irgendwann nur den Motor ausbaust. Ehrlich gesagt, habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir so einen großen Schaden haben. Hier wurde natürlich alles zurechtgefuscht. Ich möchte heute einfach mal komplett die Stoßstange abbauen. Die Rückleuchte will ich abbauen, wobei diese Rückleuchte echt schon selber abgeht. Das ist krass, also da war ja nur so eine ganz kleine Mutter drauf und diese Achtermutter war nicht mal fest, also die habe ich mit der Hand rausgeholt. Und ja, ihr seht, das Ding hier war ja auch schon undicht, der war ja überall kaputt, wie ihr es so schön sieht. Ja, ich werde das heute mal alles hier abbauen. Diesen Seitenteil werde ich abbauen, mal gucken, ob wir echt auch nicht geschweißt haben oder ob das echt nur mit den Schrauben fest ist. Aber das ist schön, die Schrauben, die kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Hier ist voll geil. Zwei schöne Schrauben einfach mal durchgejagt. Bis hierhin. Sieht schon hier, dass das echt kein kleiner Unfall war. Du. Egal. Und danach werden wir schauen, wie da hier drunter aussieht. Das wird heute interessant. Also morgen kommt ein Karosseriebauer und wir haben auch jahrelang zusammengearbeitet. Den habt ihr auch, glaube ich, noch nie gesehen. Das heißt, ihr seid live dabei, was der morgen sagt. Ob er das machen kann und was wir alles erneuern müssen. Als ich ihn gekauft habe, habe ich jetzt gedacht, okay, Seitenwand mache ich neu. Natürlich habe ich die Schrauben auch hinten gesehen, dann war mir auch klar, dass er einen Unfall hatte, auch mit dem Auspuff und so, weil normalerweise ist das in so gutem Zustand, ne? Also wir haben ja gesehen, hier rostübliche Stellen, Flugrost, aber er hat nichts drunter. Schönen Motor haben wir hier, 230 Kompressor, wurde auch schön regelmäßig bei Motul Öl gewechselt, also da kann man ja nichts falsch machen. Motortechnisch, aber bleibt immer positiv. Ne? Es ist ja so, wenn einer hustet, hat er ja auch nicht gleich Krebs. Ich baue das jetzt ganz schnell aus, dann nehme ich euch mit und mal schauen, was alles zum Vorschein kommt. Ich bin genauso gespannt wie ihr auch. Genau so, wie ich vermutet habe, hat er den Schlag genau so kassiert. Und ihr seht es, da ist nichts mehr gerade. Ist auch kein Wunder, dass das Dach nicht geht. Aber keine Ahnung, was die da gemacht haben. Ist ja so, der Händler hat sich den Wagen jetzt nicht genau angeschaut. Mehmet Ali, der verkauft ja so ein Auto nicht. Also der macht so ein Auto nicht fertig und stellt den dahin. Es sei denn, der hat so 30.000, 40.000 gelaufen. Dann stellt er den in Top-Zustand dahin und verkauft es. Aber solche Autos nicht. Der hat als Anzahlung genommen. Fertig. Was ist das denn mit Taxifarben? Oder was ist das für Farben? Taxifarben. Ist ja gelb. Mal ein bisschen Fantasie. Guckt euch mal von hinten jetzt den an. Vielleicht war das so ein angehender Ingenieur und der dachte, solche Scheinwerfer wären doch geil bei dem, wie bei dem R71. Oder vielleicht hat er den ja neu gemacht und hat den auf Facelift umgebaut. Keine Ahnung, aber das hat was. Weil das sieht aus wie so ein Scheinwerfer ausgeschnitten. Zwei Optionen. Low-Low-Budget-mäßig reparieren oder schlachten. Der Schaden ist schon sehr hoch. Kommt drauf an, was der Karosseriebauer morgen sagt. Aber falls ich mich entscheide, den zu reparieren. Auf Low-Budget-Basis. Low-Budget-Basis heißt nicht pushen, ne? Weil hier kann ich nichts machen. Das ist außer mein Bereich. Das kriege ich nicht hin. Das ist nicht meins. Wie er das machen möchte, weil er weiß, ich will es Low-Budget-mäßig fertig haben. Ich werde dir noch helfen, da wo ich kann. Also wenn ihr dann Lust habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob wir das Ganze auch begleiten sollen. So, ich sag mal, wie wir das komplett machen. Wäre interessant. Schade, da habe ich mich vielleicht doch zu früh gefreut.
Sommerbrötchen. Egal, wir sehen uns morgen. Einen Tag später, es sieht nicht besser aus, aber jetzt haben wir einen Karosseriebauer. Sehr Kanabe. Hi. 10 Jahre gearbeitet miteinander und ich sag euch, der Typ ist der Wahnsinn. Sehr Kanabe, wie geht's dir? Gut, bei dir? Auch gut. Was sagt dein Auge? Ja, nicht schlimm. Das will ich hören, Serkan abi. Nicht schlimm. Siehst du? Einmal sind fertig. Serkan abi, ich liebe dich. Ich weiß, was Serkan abi für Arbeit macht. Das ist so für einen Mechaniker, der verliert ein bisschen Öl an der Ölwanne. So könnt ihr euch ja vorstellen, für Serkan abi. Diesen Knick und so. Ja, das musst du ein bisschen so Seite ziehen und ein bisschen so abschneiden und gucken. Meinst du hinten das Blech können wir retten? Erstmal gucken. Und dann ist fertig? Ich hoffe. Wann fängst du an? Erstmal brauche Teile. Du siehst ja auch hier, Serkan abi, das Ding ist hier auch ja krumm. Weil von dem Unfall ist das Ding ja krumm geworden. Weil vielleicht brauchen wir ja gar nicht Scharnier. Er sieht sofort hier. Was sieht das? Sieht doch alles so schlimm aus. Gucke. Wie lange machst du schon Karosserie? 25 Jahre. Ihr müsst euch vorstellen, hier ist meine Halle ja. Und Serkan abi hat hier gearbeitet. Wie lange hast du hier gearbeitet, Serkan abi? Über 10 Jahre. Ja. Genau. Aber ich mache die Karosserie nur vor dich. Ganz so eine kleine Halle, wo er ab und zu noch für sich selber, ne, der kauft sich manchmal Autos, was er selber macht. Da werden wir das Ganze auch machen. Ihr seht ja den Schaden jetzt und er macht das in einfachen Mitteln. Schade, dass er nicht mehr selbstständig ist. Okay, Freitag fangen wir an. Wann ist fertig? Samstag? Freitag Nachmittag. Nachmittag, okay. Aber reicht das, wenn ich um 12 Uhr bringe? Ja. Also, du brauchst jetzt erstmal nur Blech, ja. Seitenblech. Ja. Ja, Rückleuchten brauchen wir auch, der ist ja auch kaputt. Muss ohne Rückleuchten geht nicht. Okay, bin ich mal gespannt, wie du das machst. Müsst ihr euch vorstellen, ihr kriegt so ein Auto, arbeitet der, dann kommt der wieder und dann seht ihr schon, der hat ja schon weggeflext, hat schon gezogen. Allein dieses Ziehen und so, das ist so geil. Ich will unbedingt dabei sein, euch das mal zeigen, was der drauf hat. Das wird aber keine 25.000 kosten, ne? Nein. Ist das ein großer Schaden, Serkan abi? Ja, ein bisschen, aber nicht so viel. Siehst du, so immer so positiv denken. So, Serkan abi, danke fürs Dank's. Herkommen. Ja. Und Freitag sehen wir uns. Ja. Selam abi. Boah, die Leute feiern dich ja. Arafat. Echt? Und was sagst du jetzt? Immer noch 25.000? Echt? Ja, wie gesagt, der komplette Arsch muss neu. Also normalerweise kriegst du den nicht anders hin. Doch, das machen wir aber. Ja, ja. Es glaubt ihr nicht, Serkan abi hat, wo die Kamera aus war, hat er sofort hier schon wieder ein paar Sachen eingestellt. Der Typ ist Wahnsinn. Ehrlich, was der drauf hat. Guck mal, was er schon gemacht hat hier. Ist er schon hier ein bisschen bearbeitet, das Ganze. Spaltmaße stimmt schon wieder fast. Retten kannst du alles, die Frage ist halt nur, ob es wirtschaftlich Sinn macht. So ist es. Ja, ich sag mal, jeder Otto normal. Bürger, der jetzt nicht deine Möglichkeiten hat, das wird den Rahmen sprengen. Also da kann man so billig und so günstig wie möglich arbeiten. Nein, wir machen das Low-Budget-Basis. Ich kann euch so viel sagen. Rückleuchte, ja, muss ich bestellen. Sauteuer, habe ich auch neu bestellt. Seitenwand habe ich neu bestellt. Serkan abi wollt ihr ja heute wissen, ob wir, es gab zwei verschiedene, das heißt hier, das Ganze war getrennt. Und bis hierhin gab es ein Seitenwand, den wir auch holen wollten. Oder halt nur das. Und ja, Serkan abi hat sich den angeschaut. Wie gesagt, habt ihr ja gesehen. Er hat gesagt, das kriegen wir hin. Günstig. Ja, wir werden euch sowieso zeigen, wie wir das machen. Freitag gehen wir da hin und dann mal schauen. Bügeleisen nicht vergessen. Warum? Glattbügeln. Das werden wir machen.